Anlässlich des 6. Februars, das ist der internationale Tag Null Toleranz gegenüber weiblicher Genitalverstümmelung, hat sich Matti im Vorlauf der Sendung ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigt und ihr hört jetzt einen Bericht von ihm. Der Begriff weibliche Genitalverstümmelung bezeichnet verschiedene Formen der partiellen oder vollständigen Entfernung der weiblichen Geschlechtsorgane. Dies geschieht meist unter unhygienischen und damit lebensbedrohlichen Bedingungen, wenn die Betroffenen junge Mädchen sind, meist im Alter zwischen 4 und 14 Jahren. Aus dem Englischen kommt auch die Bezeichnung Female Genital Mutilation oder kurz FGM. UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation unterscheiden 4 Kategorien weiblicher Genitalverstümmelung. Typ 1, die Klitoridektomie, bedeutet eine teilweise oder vollständige Entfernung der Klitoris oder Klitorisvorhaut. Bei Typ 2, der Exzision, werden zusätzlich zur Klitoris die inneren Schamlippen teilweise oder vollständig entfernt. Mitunter werden auch die äußeren Schamlippen verstümmelt. Typ 3, die Infibulation, ist die schwerste Form weiblicher Genitalverstümmelung. Dabei werden Klitoris, Klitorisvorhaut und Schamlippen entfernt und die Wunde bis auf ein kleines Loch zugenäht. Durch dieses Loch sollen Urin und Menstruationsblut entfließen können. Typ 4 fasst jegliche anderen medizinisch nicht begründeten Eingriffe zusammen, welche die Vulva und Klitoris der Frau nachhaltig schädigen. Während des Eingriffs kommen oft nicht desinfizierte Schnittgeräte zum Einsatz, also stumpfe Messer, Rasierklingen, Scheren oder sogar Glasscherben. Die Folgen sind gravierend. Circa 25% der Opfer sterben entweder während der Genitalverstümmelung oder an den Konsequenzen. Häufig auftretende Komplikationen sind zum Beispiel Blutverlust, Infektionen wie zum Beispiel HIV, chronische Schmerzen, Schwierigkeiten beim Urinieren oder Menstruieren, Inkontinenz, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und Unfruchtbarkeit. Außerdem kann FGM lebensbedrohliche Blutungen oder Komplikationen bei der Geburt von Kindern zur Folge haben. Die Mädchen oder Frauen erhalten in der Regel während der Prozedur keine Betäubung, sodass sie extreme Schmerzen erleiden und danach meist hochgradig traumatisiert sind. Zu den möglichen psychischen Folgen zählen außerdem Angststörungen, Schlaflosigkeit, Depressionen und posttraumatische Störungen. Besonders schlimm sind die Konsequenzen bei der Infibulation. Zu Beginn der Ehe und bei jeder Geburt wird die zugenähte Wunde geöffnet und muss erneut verheilen. Gründe für die Verstümmelung sind die Kontrolle der weiblichen Sexualität, Ästhetik, Tradition oder Religion. Außerdem wird argumentiert, dass unbeschnittene Frauen unrein seien oder dass die Verstümmelung zu besserer Hygiene, höherer Fruchtbarkeit und einem ausgeglicheneren Charakter führe. FGM ist auch systemisch verankert. In vielen Regionen, in denen sie angewendet wird, bringt sie soziale Akzeptanz oder ein höheres Brautgeld. Auch sogenannte Beschneiderinnen, die meist diese Eingriffe vornehmen, genießen dafür ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Zur Anwendung kommt weibliche Genitalverstümmelung derzeit in 29 Ländern Afrikas, aber auch in einigen arabischen und asiatischen Staaten. Durch Zuwanderung wird sie allerdings auch vermehrt in Regionen getragen, in denen sie vorher nicht vorkam. Dazu zählen unter anderem die USA, Kanada und Australien sowie europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Nach Schätzungen von UNICEF sind weltweit etwa 200 Millionen Mädchen und Frauen an ihren Genitalien verstümmelt. Weitere 3 Millionen kommen jährlich hinzu. Das sind 8.000 Opfer täglich. Das Europäische Parlament schätzt, dass etwa 500.000 davon in Europa leben. Amnesty International ist sich bewusst, dass weibliche Genitalverstümmelung eine oftmals tief verwurzelte Tradition ist. Tradition kann jedoch nicht als Rechtfertigung für eine der am weitesten verbreiteten Arten der Gewalt gegen Frauen dienen. Denn FGM ist international als schwerwiegende Menschenrechtsverletzung anerkannt. Sie verletzt das Recht auf physische und mentale Unversehrtheit, das Recht auf Leben und Gesundheit, den Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, den Schutz vor Folter und die Rechte des Kindes, aber auch das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Staaten, die Frauen nicht ausreichend vor FGM schützen, verstoßen damit gegen diese Menschenrechte. Amnesty fordert durch Lobbyarbeit und Informationskampagnen Regierungen weltweit dazu auf, weibliche Genitalverstümmelung wirksam zu verbieten. Durch die europaweite Kampagne End FGM wurde bisher erreicht, dass in Deutschland weibliche Genitalverstümmelung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann. Allerdings wurde FGM nicht in den Katalog der Auslandsstraftaten aufgenommen. Sehr oft werden Mädchen nämlich in den Sommerferien in ihre Heimat geschickt und gezwungen, sich einer Genitalverstümmelung zu unterziehen. Ein weiterer Erfolg: Seit 2013 wird drohende oder bereits erfolgte weibliche Genitalverstümmelung in allen EU-Mitgliedstaaten als Asylgrund anerkannt.
Im Interesse des Kindes kann die Asylgewährung auch auf Eltern erweitert werden, die den Eingriff verweigern und deshalb verfolgt werden. Ein guter Ausgangspunkt, um sich über weibliche Genitalverstümmelung weiterzubilden, ist die Plattform uefgm.org, welche kostenlose Online-Kurse für Fachpersonal aus Gesundheitspflege, Medien, Justiz, Bildung und anderen Branchen sowie länderspezifische Informationen bereitstellt.